Ja, in der Welt gibt es natürlich viele Geheimnisse, aber das größte Geheimnis in der Welt ist wohl der Mensch selber. Jeder Mensch ist einmalig in seinem Aussehen. Es gibt unter den 7 Milliarden Menschen nicht zwei Menschen, die gleich aussehen. Jeder ist einmalig in seiner Stimme. Jeder ist einmalig auf dem Ort, auf dem er gerade steht in der Welt. Jeder ist einmalig mit seinem Charakter, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Interessen. Und jeder hat auch eine andere Sicht auf die Welt und auf das Leben. Das Besondere des Menschen ist, dass er durch seinen Verstand offen ist für alles, was er gibt, was es gibt. Er kann über alles nachdenken, über die kleine Ameise, über einen großen Elefanten, über jede Pflanze, über jedes Tier, über jeden Menschen. Und er kann sogar über die Sterne und das Universum nachdenken und auch die Frage nach Gott stellen. Ja, der Mensch ist großartig durch sein Bewusstsein und durch seinen Verstand und hat dadurch auch Freiheit, sich dem zuzuwenden oder jenem. Und die Bibel nennt den Menschen gerade deshalb auch Gott ebenbildlich. Aber diese Größe des Menschen ist natürlich auch zugleich seine große Gefahr. Der Mensch kann sich fälschlicherweise selber in den Mittelpunkt stellen und so tun, als ob alles nach seinem Willen und nach seinem Wunsch gehen müsste. Und wir wissen schon, wir Menschen können viele schlimme Dinge anstellen, wenn wir uns zu wichtig nehmen. Ja, diese Großartigkeit des Menschen, die zu bewundern ist, ist natürlich auch seine große Gefahr. Der Mensch kann sich immer wieder auch zu viel in den Mittelpunkt stellen und meinen, es muss alles so gehen, wie er sich das vorgestellt hat. Und darin liegt natürlich die große Schwierigkeit. Wir Menschen handeln oft auch uns selber und den anderen Menschen zuwider und handeln oft auch der Natur zuwider. Aber desto mehr wir mit unserem Innern übereinstimmen und bewusst und absichtlich so leben, dass es harmonisch ist, unser Leben im Gegenüber zu den anderen, desto besser gelingt unser Leben und desto mehr kann sich das verwirklichen, wozu wir eigentlich berufen sind. Ja, wir Menschen sind etwas Großartiges und müssen immer wieder auch selber in Freiheit nachdenken, worauf es ankommt und dass wir auch bei allem Großartigen bescheiden bleiben als Geschöpfe dessen, der überhaupt alles ins Dasein gerufen hat.